Wir sind jetzt hier auf dem Quintner Adventsweg zwischen Quintenau und Dorf am Wallensee. Vor kurzem hat die Blösengruppe aus Quarten uns gespielt, Weihnachtslieder, Adventslieder. Und ich darf euch jetzt die Initianten und Initiantinnen von dem Quintner Adventsweg vorstellen. Der Isidor Janser, der Renate Janser, der Lorenzo und der Agi Janser. Mich würde es natürlich wundern, wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen sind. Ja, es ist, weil alle Restaurants zu waren, schon gerade ein ruhig im Winter. Und danach haben wir die Idee gekommen, wir könnten etwas machen, wo die Leute durchlaufen und das anschauen können, am Tag oder am Abend. Und dann haben wir das ins Leben gerufen. Ja, es war vor allem, wir wollten im Dorf einfach auch im Winter ein bisschen Leben einhauchen. Aber ich meine, ich habe von euch mal gehört, ihr habt die Idee in etwa irgendwo weit im Ausland gesehen. Könnt ihr das Geheimnis auch noch lüften? Also ich habe mal irgendwie gehört, dass auf der Insel, also auf der Fraueninsel, auf dem Chiemsee, ein Christkindlmarkt gibt und mit dieser Schifffahrt haben wir Kontakt gehabt. Und dann sind wir das mal anschauen und sind erstaunt gewesen, wenn wir abends um 10 Uhr die Schiffe noch voll von dieser Fraueninsel heimgefahren sind. Und dann haben wir schon das Gefühl, also wenn die dort mit vollen Schiffen rumfahren, können wir da auch ein bisschen etwas machen, als auch die Schiffe im Winter nicht gerade leer rumfahren. Das war auch so mit Grund gewesen. Ja, da hat jetzt wieder der Schifffahrtskapitän natürlich geredet. Und der lebt natürlich für den Betrieb auch sehr intensiv. Täglich geht ja da so ein Fenster bzw. ein Hütchen auf. Und nachts sind es sogar beleuchtet. Um welche Zeiten ist das? Ja, wir finden um 11 Uhr an. Um 11 Uhr geht das neue Türchen offen vom neuen Tag. Und ab 3:30 am Abend ist es beleuchtet, bis am Abend um 9 Uhr. Super. Eine weitere Frage. Die Hütchen, sind die alle Jahre am gleichen Ort? Werden die neu aufgestellt? Oder gibt es neue Standorte? Nein, der Standort ist eigentlich schon auf der Zuleitung vom Strom. Sonst können wir sie nicht mehr beleuchten oder müssen das auch wieder noch neu machen. Aber jedes Hütchen ist wieder neu besetzt mit anderen Tieren oder mit anderen Sachen drin. Also und auch die Nummern wechseln von Jahr zu Jahr. Was kann man denn jeden Tag neu entdecken, Agi? Ja, was kann man neu entdecken? Halt die neuen Tiere, die frischen Hütchen, neu ausgarniert, sind alle etwas anders. Eigentlich züchtet sich nur das Moos durch einen wenig grünen Faden durch. Aber es gibt laufend wieder neue Bilder zu entdecken. Warum haben die Hütchen nicht beschriftet? Das haben wir bewusst nicht wollen. Wir wollten, dass die Leute ein bisschen schauen und studieren. Und man sieht manchmal, sie schreiben auf, sie googeln, sie gehen schauen. Und das soll eine Motivation sein, um ein bisschen selber aktiv zu werden. Wir wollen nicht alles einfach servieren auf dem Tablettli. Wir haben aber, wenn alle Türen offen sind, haben wir am Ende vom Adventsweg eine Liste aufgehängt, wo dann wirklich alle Tiere auch mit den Nummern beschriftet sind. Und man kann dann dort schon schauen, wer,
wie die heissen. Das Rätsel lösen. Genau. Ist gut. Die Fenster sind ja nicht von Anfang an alle offen. Man muss 24 Mal kommen. Ist das bewusst? Also es ist bewusst, dass wir... es ist nicht so, dass die Leute müssen 24 Mal kommen. Die dürfen natürlich, aber es ist kein Muss. Der Grund ist einfach, wir sind nicht in der Lage, vor dem Advent alle Hütli zu garnieren, zu machen, fertigzustellen, weil das gibt eine riesen Bütze und wir haben einmal zwei Hütli einem Tag gemacht. Also da hätten wir mehr als einen halben Monat gearbeitet, bis wir das gemacht hätten. Ja. Also ich habe gesehen, dass ja lebende Tiere und Präparate da sind. Vor allem die Betreuung der lebenden Tiere, denke ich, ist sehr aufwendig. Ja, die braucht natürlich Alltag auch seine Zeit und seine Pflege. Und es ist ja so, als wir heute jetzt gerade bewusst die lebenden Tiere relativ spät genommen haben, weil es bis zum 8. Januar geht, damit die Fütterungszeit von außen verkürzt wird. Mhm. Bei Weihnachten fasziniert es ja vor allem Kind. Denken natürlich die Erwachsenen auch. Mich interessieren die Reaktionen der Besucher. Da haben wir sicher auch Feedbacks bekommen. Ja, wir haben zum Teil ganz schöne Feedbacks auch. Also, wir haben ja ein Kässeli oder Briefkasten aufgestellt und dort drin hat es auch ein Brief, das Freude ausdrückt. Oder wir sind von Leuten, die wir kennen, die uns ansprechen darauf. Und wir haben sehr viele positive Reaktionen, ja. Machen ihr auch Führungen? Nein, also bis jetzt haben wir das nicht gemacht, weil ja, es ist ja wirklich frei zugänglich für alle und da sollen auch alle können davon profitieren und durchlaufen. Ja. In der Au, quasi am Anfang, geht man so unter einem begrenzten Bogen durch und kommt dann in Wegien, Richtung Dorf. Das 24. Fenster, das ist sinnigerweise natürlich in der St. Bernhardskapelle im Dorf. Und dort wird ja zu Nacht um 12 Uhr nach altem Brauch noch Mitternachtsmesse gefeiert. Ich denke, ich spüre das selber, es ist eine ganz besondere Stimmung jeweils. Jetzt habe ich aber gehört, dass heuer das 22. Fenster neu dazugekommen ist. Kannst du mir dazu noch etwas sagen? Ja, sie haben jetzt heuer das Mesmerhäuschen saniert und restauriert. Und sie haben uns angefragt, ob sie sich integrieren in unseren Adventskalender. Und da waren wir natürlich offen gewesen. Und wir haben gerne neue Sachen und sind eigentlich offen für Neues und für alles. Ja. Mhm. Das ist, denke ich, auch eine Bereicherung für uns. Wie kommt man denn zu dem besonderen Adventskalender? Ihr sagt dem besonderen oder der andere Kalender, Isidor? Ja, der andere auf der anderen Seeseite. Also es ist nicht etwas, wie man so sieht mit Fenstern. So bei uns kommen eben die lebenden Tiere oder die ausgestopften Anlagen. Man kann da durch den Wald laufen. Die Stimmungen sind anders. Ja, es ist einfach ein bisschen anders. Wir haben nicht etwas, wollen, was man schon hat oder schon kennt. Etwas Neues, etwas anderes. Mhm. Du hast gesagt, oder ihr habt gesagt, der ist bis zum 8. Januar noch zu besichtigen. Das ist kurz nach Drei Könige. Ich denke, das ist dann der letzte Höhepunkt vom heurigen Adventskalender, auch wenn er von 16 auf 17 geht. Ihr habt den jetzt zum 5. Mal erstellt. Und wie sieht die Zukunft aus? Ja, wir würden gerne weitermachen und würden das fortsetzen. Wir finden es nach wie vor eine schöne Sache und wir haben Freude daran, auch das zu machen. Das ist super, das klingt gut und ich denke, nicht nur für mich gut, sondern für alle, die jetzt heute hier auch erschienen sind. Es hat ja sehr viele Leute, Publikum da. Besten Dank für euer Engagement, für eure Auskünfte und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Danke vielmals.